sind diese drei gestanzten Metallplatten und der Brenner. Ja, direkt falsch rum. Steckt die dann so ineinander. Na, so ein bisschen aufpassen, wie rum dann. Dann bei der letzten Platte muss man so ein bisschen Gewalt anwenden. Auch noch ein bisschen. So, das ist er. Natürlich so ein bisschen für einen ebenen Untergrund sorgen. Ganz einfach hier reinstellen. Das passt auch ganz gut mit den Einkerbungen. Also der kann nicht einfach so verrutschen oder spontan umfallen. Dazu habe ich dann meine Nalgene-Flasche. Ich habe hier ein Gummiarmband dran gemacht. Also diese ganz normalen, die man eigentlich von überall her kennt. Zum folgenden Grund, wenn ich den Becher hier so überstecke, dann bleibt er auch dran. Das heißt, ich habe nicht das Problem, dass wenn ich die Flasche rausziehe, der Becher vielleicht im Rucksack stecken bleibt oder verloren geht irgendwie. Das ist von Tatonka der 750 Milliliter Becher. Gibt es auch von Tasmanian Tiger, aber ist ja dasselbe. So, das andere aus. Der passt auch perfekt hier drauf. Machen wir mal einen halben Liter und dann gucken wir mal, wie schnell das kocht. Nochmal so ein kleiner Prepper-Trick oder wie man das nennen mag. Ich habe hier vorne an dem Bügel vom Deckel habe ich Paracord angebracht. Das sind knapp über einen Meter. So hat man immer was dabei. Man muss nicht lange suchen, wenn man es braucht. Nochmal hier wieder ein Praxistipp von dem Dummen. Ihr müsst die Bügel vorher am besten ausklappen, denn die werden auch heiß. Also für mich kocht das Wasser, sobald die ersten Bläschen da sich bilden und auch aufsteigen. Das hat jetzt ungefähr 5 Minuten gedauert. Ist natürlich abhängig von Außentemperatur, Temperatur vom Spiritus, der Wassermenge, der Wassertemperatur, ob man Deckel verwendet oder nicht. Ja, Vor- und Nachteile für mich. Erstmal ist ein ganz großer Vorteil das geringe Packmaß. Dazu natürlich das Gewicht mit 102 Gramm, was ein Viertel von meinem Esbit-Kocher ist. Dazu muss ich noch sagen, es ist im reduzierten Zustand, es ist relativ günstig. Das hat mich jetzt bei Begadi, aka Bex, hat mich das 9,90 Euro gekostet, statt, ich glaube, 19,90 Euro. Und finde, für 10 Euro macht man da nichts mit verkehrt. Kann man natürlich sagen, muss es der von Bex sein oder Begadi? Nee, muss es sicherlich nicht. Der hat es nur gerade im Angebot für einen fairen Preis. Könnt natürlich auch bei Wish irgendwelche Teile sich bestellen. Die kommen dann vielleicht aus China irgendwann mal an, vielleicht auch nicht. Begadi verschickt natürlich aus Deutschland. Und letzten Endes, ich vermute, dass diese ganzen gestanzten Spirituskocher alle von den Kerkern von Otumno kommen. Also ich glaube, da unterscheidet sich wirklich nicht viel drin. Kleiner Nachteil, den ich entdeckt habe, ist natürlich, dass durch das Stanzen hat man hier immer so eine ganz feine Kante. Das kann man aber ganz einfach wegschleifen. Dann nimmt man Sandpapier oder einen Messerschärfer und dann ist das Ding auch nicht mehr scharfkantig. Also es ist nicht mal so, dass man sich dran schneiden würde, aber für feinfühlige Leute, da könnte es vielleicht ein bisschen nervig sein.
Ja, und nochmal mein Fazit zu diesem Tatonka 750 Milliliter Muck. Die gibt es natürlich auch in 500 Milliliter. Ich habe mich jetzt extra für einen 750er entschieden. Nicht, weil ich immer so viel koche, sondern einfach für den Fall, dass meine Frau und mein Kind mitkommen. Ich dann mal mehr kochen möchte, da muss ich nicht irgendwie einen zweiten Topf mitnehmen. Andererseits, ich bin Schwipp-Schwapp-König. Also ich habe einen Kaffeebecher, ich laufe damit los und plörre. Dadurch, dass ich halt hier einen hohen Rand habe, passiert das nicht mehr so schnell. Ich bin auch immer so ein kleiner Kritiker von diesen gelöteten Kontakten hier gewesen. Muss aber ganz ehrlich sagen, also der macht jetzt nach ein paar Mal Testen immer noch einen relativ soliden Eindruck und ich kann mir gut vorstellen, dass die hier bei Tatonka gute Arbeit geleistet haben, bzw. leisten lassen haben. Innen drin, wenn man das sehen kann, ist übrigens nochmal so eine schöne Skalierung einfach, dass man so sehen kann, 750 Milliliter, 500 Milliliter. Ja, mehr gibt es da nicht. 500 oder 750 Milliliter.